Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir haben in der letzten Folge Azalea City beendet, doch wir werden aufgehalten, bevor wir weitergehen können. Von diesem rothaarigen Patrick schon wieder. Sag mir etwas. Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie geschlagen? Ha! Hör auf zu lügen! Du machst keine Witze? Dann lass uns sehen, wie gut du bist! Er will wieder Stress. Ja, den Stress kann er haben. Wir sind nämlich viel stärker geworden. Zwar haben wir nur zwei Pokémon und er hat drei. Aber wir werden es bestimmt trotzdem schaffen. Tatsächlich ist dieser Kampf gar nicht mal so einfach, würde ich mal behaupten. Lol. Das ist nur Level 12? Okay. Ich nehme alles zurück. Nein, Spaß. Eigentlich, soweit ich weiß, also zumindest im Remake war das so, dass Nebulak Fluch drauf hatte. Was? Ich mache einfach fast One-Hit auf das Ding? Warte, ich bin nicht geheilt? Naja, ist auch egal. Das Ding ist sowieso down. Normalerweise kann es Fluch, und ich meine jetzt nicht mit Fluch das, was ihn pusht, sondern Fluch das, was so gesehen ihm Leben abzieht und mir Dauer auf Leben abzieht. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Oh, Ruckzuckhieb! Ja, klar, gerne. Können wir ja gerne machen. Vor allem Level 21 und erst jetzt Ruckzuckhieb. Ja, mach Tackle weg. Also ich würde schon sagen, dass, also wenn man Tackle hat, dann... Ja, also Ruckzuckhieb ist auf jeden Fall besser als Tackle. Denke ich mal. Oh, Turakrok, oh oh. Der hat also seinen Shutter auch schon entwickelt. Cooler Sprite. Ja, das ist die Weiterentwicklung von Kanimani. So, aber es hat Schwäche gegen Elektroattacken. Und das wollen wir doch erstmal ausnutzen. Diesen Vorteil. Okay, macht schon ordentlich Damage. Macht schon ordentlich Damage. Er kratzt mich zwar. Oh, macht sogar viel Damage. Aber er ist besiegt. Yeah. So, was hat er noch so? Oh, nein. Fast Level Up. Das gibt's nicht. Zubat. Ja, komm, bleib drin. Warum hat er nur einen Zubat? Also, ich habe schon Golbat, wenn überhaupt erwartet. Schon ein bisschen. Naja. Ich meine, Zubat selbst ist halt ein richtiger Lappen. Golbat kann schon viel mehr. Würde ich einfach mal sagen. Ja. Ich werde ja sowieso gleich heilen. Dann ist ja egal, was ich einsetze. Nein, 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 nicht verwirrt. Oh, gut, ich treffe. Gut. Boah, ich mag das überhaupt nicht, wenn man durch Verwirrung sich selbst verletzt. Macht doch überhaupt keinen Sinn. Aber darüber reden wir jetzt nicht. Level 18! Wow, auf Level 18 haben wir endlich mal 4 Attacken. Donnerwelle. Das ist eine 100% Paralyse. Nutzlose Pokémon. Hey, du! Du hast nur gewonnen, weil meine Pokémon schwach sind. Mag schon sein, vielleicht. Ich hasse Schwäche. Pokémon-Trainer, es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwache auslöschen. Das geht auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark. Aber triffst du auf einen allein, ist er schwach. Ich hasse sie. Geh mir aus dem Weg. Ein Schwächling wie du ist mir nicht mehr als eine Ablenkung. So unfreundlich, dieser Typ. Aber ja, wie bereits gesagt am Anfang der Folge, wir sind fertig mit Azalea City und können nun weiter durch den Steineichenwald zur nächsten Stadt. Ja, wir gehen jetzt nämlich durch den Wald. Oh, kleiner Spoiler. Oh nein. Spoiler, was wir in der nächsten Minute machen werden. Damn. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt in den Steineichenwald. Das steht auch, glaube ich, ne? Ja, Steineichenwald. Tritt durch das Tor. Wow, was? Durch das Tor soll ich treten, um da reinzukommen? Boah. Vorsicht, verlaufe dich nicht. Der Steineichenwald ist groß. Okay. Ich werde schon aufpassen. Der Wald wird von seinem Schutzpatron bewacht. Mach keine Dummheiten. Schutzpatron? Haben Sie von hier also die Ideen von Sonne und Mond? Spaß. Das ist der Wald. Wieder mit solchen seltsamen Bäumen. Was das auf sich hat, wird sie übrigens noch klären. Und ich habe ja letzte Folge gesagt, dass wir ein Teammitglied bekommen werden. Ich habe mich leider vertan. Das kommt doch erst ein bisschen später. Tut mir leid. Sorry. Was machst du denn eigentlich hier ganz alleine? Oh, Mist. Mein Boss wird sauer sein. Das Porenta, das mit dem Zerschneiderbäume fällt, um nach Holzkohle zu suchen, ist abgehauen. Ich traue mich nicht in den Steineichenwald.
um nach ihm zu suchen, obwohl ich eigentlich jetzt mittendrin im Steinleichenwald stehe. Er ist so groß, dunkel und unheimlich. Okay, dann suchen wir halt für ihn das Brenta. Ist es das nicht schon? Hallo? Das ist das verschollene Pokémon. Fuck. Tatsächlich ist das hier mega einfach im Vergleich zum Remake. Hier einfach ein bisschen mit dem Ding reden. So. Ja, gut, hin und wieder kommen wir mit wilde Pokémon. Gibt's halt größtenteils Käfer-Pokémon. Bisschen noch Pflanze. Können wir alle schön abfackeln. Na gut, ist nur Level 5, da kriege ich jetzt vielleicht einen mini kleinen Balken von, aber. Ich wollte euch nur zeigen, dass wir die abfackeln können. Ja, hab ich bestimmt noch nicht genug Zeit in das Game. So, und ich glaube, man muss einfach so mit dem Ding reden, weil man soll es ja zurückbringen. Ich habe das früher gar nicht gecheckt, was man machen soll, aber man soll das Ding einfach zurückbringen. Hier, das war es doch eigentlich schon. Glaube ich. Außer der geht jetzt nach rechts. Aber eigentlich sollte der jetzt nach unten gehen, wenn ich jetzt hier mit ihm spreche. Ja, was haben wir? Das war's. Das war's. Aber hier gibt's noch ein Item. Und zwar ein Beleber. Oh lol, wusste ich gar nicht, dass es ein Beleber ist. Ich dachte, es wäre so ein Heil-Item. Ja gut, Beleber ist ja irgendwie ein Heil-Item. Ja gut, ich bin ein bisschen vor. Ja, hier gibt's sonst nichts. Ich zeige nur kurz den Ort hier noch ein bisschen. Hier gibt's halt nichts. Das ist halt ein sehr einfaches Rätsel. So. Und jetzt ab zu deinem Trainer. Warum sind auf einmal zwei da? Wow, vielen Dank auch. Die Pokémon von meinem Boss gehorchen mir nicht, da ich keinen Orden besitze. Tja. Oh, mein Purenta. Du hast es für uns gefunden, Kleiner. Wir können ohne es nicht den Zerschneider einsetzen, mit dem wir Bäume fällen, um Holzkohle zu finden. Danke, Kleiner. Wie kann ich dir danken? Ah, genau. Nimm dies. Oh, wir erhalten VM01. Unser allererste VM. Diese VM enthält Zerschneider. Bring sie einem Pokémon bei, um kleine Sträucher zu zerschneiden. Du benötigst noch den Orden aus der Arena von Azalea City, um sie einzusetzen. So, und der Unterschied zwischen VMs und TMs ist einfach, dass man VMs in den alten Spielen immer benutzen konnte und TMs halt nicht, konnte nur einmal benutzen. So, und falls ihr euch jetzt fragt, was ich hier eigentlich mache, warum ich hier rumlaufe und gar nichts weitermache, weil da oben ist ja ein Zerschneiderbaum, womit wir weiter könnten. Ich suche nach einem bestimmten Pokémon, was ich gerade sehr Pech habe und nicht bekomme. Normalerweise kriege ich das immer fürs Try. Denn ich möchte keinen meiner Pokémon jetzt Zerschneider beibringen. Ich möchte nämlich lieber einen VM-Sklaven benutzen. Das machen irgendwie viele, so einen VM-Sklaven benutzen. Also ist ja auch nichts Schlimmes. Ist einfach nur ein Pokémon fangen, dem alle Attacken verlieren, dafür halt VM-Attacken benutzen, womit man dann auf der Overworld weiterkommt und dann, ja, nutzt es halt nicht. Sondern es gibt ein bestimmtes, welches ich haben will, wo ich mir 100% sicher bin, dass es das Zerschneider erlernen kann. Jetzt kommt irgendwie gerade nichts. Ich spule mal ein bisschen vor. Ich hoffe, das stört nicht. Weil irgendwie kommt gerade nicht das Pokémon, was ich will. Warum kommen denn gerade nur Kokunas? Liegt das an der Zeit? Nee, kommt hier zum Beispiel ein Zubat. Okay. Sorry, dass der Sound sich gerade richtig schrecklich anhört. Das ist normal. Wenn man vorspult. Schon, das gibt's doch nicht. Ja, dann fangen wir halt ein anderes Pokémon oder so. Moment, was? Huch! Das Ei schlüpft? Togepi schlüpft aus dem Ei! Yay! Ja, das ist das Pokémon, das im Ei schlüpft, Togepi. Aber wir werden es nicht in unser Team tun, denn ich hatte keine Lust auf das Ding. Es wird sich nämlich zu einem Flug-Pokémon entwickeln, aber erst in den späteren Generationen wird es sich noch weiterentwickeln können. Das ist dann wirklich gut. Ups, nein, ich wollte keinen Spitznamen geben. Ja, ich werde mal ganz kurz nachschauen, ob ich das Ding hier finde. Vielleicht ist auch falsches Zeit gerade, ich weiß es nicht. Wir sehen uns gleich.
So, nach einer langen Zeit suchen habe ich jetzt nun endlich gefunden. Und zwar würde ich einen Paras fangen. Für den Zerschneider, wie ich es bereits sagte. Sollte hoffentlich sofort drinne sein. Ich habe gerade erst herausgefunden, dass man Paras nur jetzt zu dieser Zeit, wo ich gerade spiele, und nur für 5% finden kann. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich es gefunden habe, ein paar Minuten, aber naja, ist halt so. Sonst kriegt man es immer 15%. Ich wusste aber nie, dass Paras auch in Kristall 5% hatte, weil Kristall habe ich mehr gespielt als die anderen Gen 2 Spiele, muss ich sagen. Und da haben wir es endlich. Ist mir egal, welches Geschlecht, das ist mir so egal, weil ich es eh nicht benutzen werde. Hat das Geräusch von Mewtwo, finde ich. So ein bisschen. Während es langsam heranwächst, sprießen große exotische Pilze aus seinem Rücken. Okay. Will ich dem Spitznamen geben? Hey, den brauche ich eh nicht. Nutze ich nur für Zerschneider. Denn hier kommen wir dann endlich durch. Ich muss ihm halt noch Zerschneider beibringen. Wenn ich jetzt wüsste, wo die TMs wären. Hier. Was haben wir alles so? Okay, interessante Sachen, die wir haben. Ja, nichts Wichtiges. Ja, meinem Starter will ich das definitiv nicht beibringen. So, Paras ein Zerschneider. Und nun, du kannst den Zerschneider hier einsetzen. Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja! Paras setzt den Zerschneider ein. Wie ist ein Schrein? Steineichenwaldschrein. Er wurde zu Ehren des Waldpatrons aufgestellt. Sonst ist hier nichts. Okay. War das nicht. Der Steineichenwald ist so dicht, dass man den Himmel nicht sehen kann. Halte Ausschau nach verlorenen Gegenständen. Ja, hier gibt es überall verlorene Gegenstände. Wie zum Beispiel unten. Hey komm, das war aber auch komplett offensichtlich, dass da was ist. Vor allem nach dem Schild direkt. Oh, was ist denn das für ein Typ? Was macht der da? Den sollten wir mal besuchen gehen, oder? Was meint ihr? Ach ja, unser Ei ist ja jetzt geschlüpft, ne? Ah ja, ich habe übrigens ein bisschen hin und wieder mal aus Versehen ein paar Gegner umgebracht, während ich vorgespult habe, nachdem Paras gesucht habe. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrungspunkte jetzt habe. Ja, komm, das ist aber auch offensichtlich. Da kriegen wir einen super Trank. Hyperheiler ist übrigens einfach alle Schadensprobleme auf einmal weg. Und was kommt jetzt? Ein Kokuna. Oh yeah. Komm, will ich sehen. Tschüss. So, aber ich will den Typen besuchen. Was macht er denn da so ganz alleine? Guckt sich die Bäume hier in der Gegend an oder so. Irgendwas muss er ja machen. Ist ja nichts? Ne? Okay. Hey, was gibt's? Was ich mache? Ich setze Kopfnuss ein, um Bäume zu schütteln. Das macht Spaß. Probier es doch auch einmal. Oh, danke. Okay, werde ich tun. Dankeschön. Nur zu Kopfnuss, um Bäume zu schütteln. Manchmal fallen schlafende Pokémon darunter. Echt? Das ist cool. Das ist echt cool. Okay, wo habe ich das denn jetzt? TMs, ne? Yep. Kopfnuss, Gegner muss eventuell ausweichen. Ha! Also zurückschrecken, so gesehen. Oh, sogar Togepi kann's. Ja gut, wen will ich denn erlernen? Ich glaube, ich lerne Amphi, weil Flamethrower hat ja schon Rufzuki letztens erlernt und Amphi hat dann nur Tackle. Deshalb gebe ich es Amphi. Kann ich halt nur einmal erlernen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt jemals irgendwann nochmal alle Pokémon haben wollen würde und Amphi habe ich halt nicht mehr irgendwie weggetradet oder so, ja, dann habe ich halt keinen Kopfnuss mehr, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. Ich finde, es hätte eine Verräumung sein sollen. Na gut, muss nicht unbedingt vor allem sein, aber keine Ahnung, hätten die irgendwie besser regeln können. So, versuchen wir es doch einfach mal. Vielleicht steckt ein Pokémon in diesem Baum. Möchtest du Kopfnuss einsetzen? Klar. Amphi setzt Kopfnuss ein. Nein, nichts. Tatsächlich mag ich diese Funktion überhaupt nicht. Denn, wie ihr gerade gesehen habt, kommt ja nichts. Und es kommt... Mike, howdy. Ich bin's, Tom. Ist es heute nicht schön? Wie geht es deinem Pokémon? Mein Machado ist voller Energie. Hey, hör mal, die Tage habe ich fast einen Radfratz gefangen. Oh, es war so knapp. Bis später. So langsam geht mir diese Skype-Calls auf den Sack. Aber naja. So, ich kann es euch ja nochmal zeigen. Das ist echt selten, dass da irgendwas kommt. Seht ihr?
Da musst du halt die ganze Zeit versuchen. Und es gibt seltene Pokémons an manchen Orten bei den Bäumen. Und das ist echt kacke. Ich wollte zum Beispiel, kann ich ja jetzt sagen, man kann hier Myrapler fangen. Wollte ich auch ganz am Anfang, als ich das gestartet habe, wollte ich auch eigentlich ins Team nehmen. Aber dann ist mir später erst aufgefallen, dass man Blattstein nur in Kristall sehr einfach bekommen kann. Und hier kriegt man keinen Blattstein. Und das ist das Problem. Und an manchen Bäumen hat man die Chance auf einen Scaraborn. Und das wollte ich auch ins Team nehmen. Aber das Ding ist, Scaraborn ist so verdammt selten, dass es sich eigentlich gar nicht wirklich lohnt. Deshalb haben wir keins dieser Pokémon. Ich glaube, wir werden insgesamt sogar gar kein einziges Pflanzen-Pokémon in unser Team haben. Jetzt, wo ich gerade so richtig überlege, was unser Team eigentlich am Ende aussehen wird. Wir haben tatsächlich kein Pflanzen-Pokémon. Einfach, weil es gibt halt ein Gen 1 und 2. Wenn du von zwischen 251 Pokémon entscheiden musst, versus ein paar hunderter mehr, das ist halt echt stressig dann bei weniger als 300 Pokémon. Vor allem, weil viele einfach gleichen Typ haben und viele einen Typ nicht haben. Es gibt zum Beispiel nur 4 Geist-Pokémon insgesamt von 251 Pokémon. Hast du den Schrein gesehen, der dem Schutzpatron huldet? Er wacht über den Wald aus einer anderen Zeit. Ich glaube, das ist ein Pflanzen-Pokémon. Ich spoiler doch nicht. Oh, Süßer, du erstellst einen Pokédex? Das muss schwierig sein, wenn du keine Pokémon triffst. Versuche es mit dieser TM. Okay, wir werden voll viele Sachen geschenkt irgendwie. Cool, dankeschön. Was krieg ich denn? Sie enthält Lockduft. Benutze sie dort, wo Pokémon auftauchen. Pokémon werden von dem Duft angezogen. Lockduft. Okay. Boah! Es wird Boah! Oh, und jetzt sind wir schon auf der nächsten Route. Tipps für Trainer! Bäume mit Beeren tragen jeden Tag neue Beeren. Wow. Merke dir, welche Beeren an den Bäumen wachsen. Alles klar. So, ich guck mal ganz kurz. Lockduft. Kann das Paras erlernen? Das wäre ganz gut, wenn das Paras erlernen könnte. Ja, nur Paras! Perfekt! Ich würde es mal ausprobieren. Boah. Nice. Okay, probieren wir es mal aus. Gehen auf Paras und dann Lockduft. Hier ist wohl nichts. Muss man das mehrmals versuchen? Achso, nein, ich zerschneide. Lockduft, versuchen wir es nochmal. Hier ist wohl nichts. Okay, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Dann war da so, kommt dann so ein Raucheffekt und dann kommt so ein wildes Pokémon. Hier trainiere ich! Sorry, dass ich hier zufällig auch stehe. Ist das hier gemietet? Ist das dein Ort hier? Ist das hier Amerika? Bin ich auf deinem Grundstück gerade? Tut mir leid. Sorry. Fertig gegen Amerika. Sorry. Lol. Ja, als ob der nur Level 7 hat. Ich meine, klar, der hat 4 Pokémon, aber... Level 7? Really? Hättest du zumindest Level 10 machen können. Verdammt, ich habe jetzt gar nichts gegen Sandan. Auf jeden Fall tue ich nicht meine Elektro-Pokémon rein. Das wäre das, was ich machen könnte. Ja, dann muss ich Rücken versuchen, das Ding umzubringen. Aber gut, das ist nur Level 10. Müsste reichen, yes. Gut, gut. Golden, golden. Ein Hobbytag. Da kann Abi jetzt gerne mal wieder rein. Alright. Nein, ich wollte nicht Donnerwelle einsetzen. Ne, darf ich trotzdem angreifen? Macht aber nur 1 KP Damage. Lol. So, und wir werden in der nächsten Folge dann auf jeden Fall die nächste Stadt erreichen, Leute. Seid auf jeden Fall gespannt darauf. Das sollte es erstmal gewesen sein. Machen noch schnell den Kampf zu Ende und dann führe ich euch in der nächsten Folge ein bisschen herum, zu was noch kommen wird. Sogar Volltreffer. Nice. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schaut gerne mal an Videos vorbei und yeah, was auch immer. Was ist passiert? Ich hab dich gewreckt, boy. Get good. Ich werde noch härter trainieren. Ich möchte doch ein Arena-Leiter werden. Der hat aber große Ziele, Leute.